Ich könnte den ja hier runterrollen lassen. Dann rollt er durch das Portal. Dann rollt er wieder zum Regen. Aber dazu müsste ich da oben hinkommen. Mit dem Ball. Weil das ist so schief hier oben. Der kann hier bestimmt runterrollen. Ich muss gerade husten. Der kann hier bestimmt runterrollen. Und dann rollt er in das Portal rein und ändert das Wetter wieder. Aber wie komme ich denn da hoch? So, wenn ich den, weil der rollt ja hier, wenn ich den hier, der hier mit Schwung ankommt, rollt er ja auch wieder rein und macht Wetter. Hallo? Kannst du mal mitkommen, bitte? Dann macht er ja wieder Wetter. Nee, der kann von da, der kann ja gar nicht durch das Portal rollen. Der rollt dann dahin, auf den mittleren, dann fällt er runter. Ich muss bestimmt auf diesem Ding hier stehen, wenn das hochfährt, aber gut, dann bin ich da oben und dann bringt mir auch nicht so viel, wenn ich da oben bin, oder? Also das Spiel nimmt einen wirklich nicht an die Hand. Ganz im Gegenteil, es lässt einen ratlos zurück. Oder warte mal, kann ich den... Ich dachte vielleicht, der schwimmt jetzt hier. Aber irgendwie bleibt er einfach nur liegen. Warum schwimmst du denn nicht hier mit dem Strom? Schwimme mit dem Strom, ich mach das Portal an. Und du fliegst durch. Aber der will nicht. Der ist kein Schwimmer, dieser Ball. Überhaupt nicht. Der hat gar keine Kollisionsabfrage mit dem Wasser oder der ist einfach viel zu schwer. Leute, Leute, Leute. Was ist das Ziel? Diese Stelle. Na, bleibst du da oben? Na, bleibst du? Na, komm mit, Ball, Ball, komm mit. Oder bleibt das vielleicht auch bei schlecht Wetter offen? Oder ist das echt nur Nacht getriggert? Nee, ist nur Nacht getriggert, okay. Oh, Gehirn, streng dich an. Warum fliegt da sowas rüber hier aus dem Portal? Zeigt das an, mit wem das verbunden ist? Oder was? Aber aus dem Portal fliegt nichts. Doch. Da fliegt auch was. What the fuck? Hä? Gibt's denn hier auch nochmal diese Linien, wenn ich hier lang genug rumstehe? Oder kommen die nur von da hinten? Wenn das überhaupt heißt, dass diese Portale miteinander verbunden sind, wenn da diese Linien fliegen, das weiß ich ja gar nicht. Na? Hier kommen aber scheinbar keine Linien. Die kann ich also nicht vorher nehmen. Hier komme ich auch nirgendwo weiterhin, oder? Komme ich weiterhin nirgendwo weiterhin. Du hast auch keine Reflexion und kein gar nichts. Genauso wie hier. Da unten kann ich ja wieder da hinten hin. Das bringt mir aber auch überhaupt gar nichts. Alter! Puzzler from Hell, ey. I need Hints und Kunst. Was soll ich tun? Liebes Spiel, hilf mir doch mal. Was soll ich tun? Komm mit.
Wir gehen auf eine Reise. Moment, wir gehen auf eine Reise. Ah, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Ah! 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 Okay. Gibt's hier irgendwas? Nein. Oh, kommen wir jetzt rüber? Oh, Baby. Ja. Ja. Nein, nicht fallen. Yes. Yes, yes, yes. Hat ja nur 7 Stunden gedauert. Buja, Kascha. Ich werde 4 rausgeschnitten haben. Ach, schön. Sind wir wieder ganz woanders. Eine Zeichnung. Ah. Können wir denn da drüber hüpfen? Ach, wir können hier einfach runtergehen. Aber auch nur runtergehen und nicht hier wieder hochgehen, richtig? Richtig. Richtig. Hier sind wir hier auf der anderen Seite. Dann gehen wir hier mal unten lang. Wir müssen erstmal dieses Nebelding da wegkriegen. Da ist ein kleiner Neuronenball. Komm mit mir mit. Ich weiß noch nicht, wo wir dich hinlegen müssen, aber irgendwo werden wir es tun. Damit dieses Dings da weggeht. Hier vielleicht, zu diesem Baum. Da, so. Da, in das Loch. In das Loch. Yes, ja. Und jetzt? Okay, es geht kurz weg und kommt dann wieder. Und der landet bestimmt wieder hier unten. Da wette ich ja fast drauf, genau. Okay, das geht weg, aber was haben wir davon, dass das weggeht? Was bringt es uns genau, dass das weggeht? Außer, dass wir da nichts mehr sehen. Ich sehe nicht, wo ich hin soll. Hier ist das Portal, wo wir herkamen. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Aber wie? Wie soll man das anstellen? Geh weg, Fliege. Ich kann den hier nehmen und immer wieder da durchwerfen. Dann geht diese Blase weg. Ah, vielleicht, wenn die wiederkommt, kann die mich vielleicht darüber pusten. Dazu musst du erstmal wieder da rein. Na, da rein. Na, da rein. Hallo? Danke. Wenn ich jetzt hier stehe. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Wunderbar. So, da ist die Zeichnung. Sie hängt an einem Baum. Liegt an einem Stein. There was again her drawing, ever present, always guiding me, Sophia. I could see it almost as clearly as the first time, so close, yet so far away. I must have faith, I told myself repeatedly. I had to, for her. Ja. Ich muss Vertrauen haben für sie, für Sophia. Die entweder unsere Schwester oder unsere Tochter ist. Ich weiß es nicht so ganz. Keine Ahnung. Ah, Zeichnung. Komme ich in die Options rein? Nein. Weil das gerade ein bisschen... And again, the Thalamus was heartlessly snatched out of my reach. And with it, my redemption. No matter. She would guide me. Jupp. Weil es gerade ein bisschen Frame Drops gibt hier. Es bricht ein bisschen ein. So. Kommen wir in den Nebel hier rein oder eher nicht so? Müssen wir in den Nebel überhaupt rein? Ja, die schöne Landschaft mal eben durch den Nebel zerstört. Ich sehe überhaupt nichts.
Yeah! Hilfe! 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 Hallo? Oh, da ist was. A single beam of light shone through the dense mist. When something like that happens, what are you supposed to do but follow it? It was textbook storytelling, really. Okay, wir folgen diesem Lichtstrahl, der gerade verschwunden ist. Da ist er wieder. Er pulsiert. Immer dem Licht hinterher. Wir gehen ins Licht. Oh, hoffentlich ist das keine Metapher, dass er jetzt gerade stirbt oder so. Eine Art Leuchtturm. Hallo. Hallo, Leuchtturm. Was machst du hier, außer leuchten? She would guide me am Arsch. Die guidet überhaupt nichts. Jetzt sind wir hier an dem Leuchtturm und sind dem Licht gefolgt und sind weiter im Nebel. Im recht dichten Nebel. Jetzt sehe ich auch das Licht gar nicht mehr, weil ich gegen die Sonne laufe. Gucke. Okay, da kann ich eh nicht weiter. Da ist der Lichtbeam. Hallo Sonne, du bist ganz schön hell. Kann ich hier bitte weitergehen? Dankeschön. Sehr freundlich. Ist das Blut oder Rost? Kann ich diesen Berg besteigen? Nein. Nein, kann ich nicht. Muss ich jetzt echt durch den Nebel laufen und diesen Ball suchen? Really, Entwickler? Really? Den finde ich doch niemals. Nein, ich habe mich verlaufen. Fuck, war's da gerade? Geh weg, Flieger, du nervst. Ach, da ist das Licht, okay. Ich folge dem Licht, aber es bringt mir nichts. Oder ich muss hier irgendwo Nacht machen, dass hier das Portal angeht. Was das Portal angeht, habe ich aber keine Ahnung. Weil hier ist ja so, oder das heißt, hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung, ob hier was ist. Ich würde gerne in den Optionen den Fog of War ausschalten, aber das ist wohl nicht so gewollt. Ich gehe mir mal diese Dinger nach hier. Die kann man ja immerhin ein bisschen eine Weile erkennen. Auf Entfernung. Da ist auch der Ball. Passiert doch was, wenn ich ihn herausnehme? Nee. Doch, doch, es klart sich auf. Ich sehe wieder. Ich kann wieder Dinge erkennen. Ach, wie schön. Die Musik setzt ein. Oh, und der Donner. Ah, wie schön das aussieht. Ist da hinten so eine Nachtwiese? Kann das sein? Sieht auf Entfernung bis... Oh, diese Lichteffekte, das ist so toll, es ist so schön. Mir gefällt es so. Bist du eine Nachtwiese hier hinten? Na? Ja. Und das Portal ist offen. Oh, die Musik ist schön. Ich liebe Klavier. So ein schönes melancholisches Instrument. Ah, wupp. Okay, jetzt bin ich wieder hier beim Leuchtturm.
wie schön. Bin ich wieder beim Leuchtturm. Komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich nicht. Nee. Deshalb liegen ja auch diese Brückenteile rum. Irgendwas muss ich noch tun. But who knows what? Da hört die Musik auch wieder auf. Oh, es war so schön. Es war so schön mit der Musik. Warum muss sie wieder aufhören? Kann ich ja auch zu Fuß zurück zum Portal gehen, zum Leuchtturmportal? War das nicht hier? Doch. Ich habe nur genau von der Seite drauf geguckt.